Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu. Ich nenne es einfach The Village. So. Resident Evil Village. Die erste Folge war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich komme nicht weit, aber das war wohl geskriptet. Mir geht's. Ja, gut. Es geht. Ich mache mir noch eine Arznei. Kann ich noch eine machen? Die gebe ich mir aber jetzt noch nicht. Also kampflos habe ich nicht aufgegeben. Schon wieder dieses Zeichen. Was ist das? Das habe ich vorhin an einem großen Tor auch schon gesehen. Was bist du, eine Hexe oder sowas? Im Leben wie im Tod reisen wir. Hallo? Es ist gefährlich hier draußen. Lass zum. Hey, hören Sie mich? Sie sind es, der Vater des Kindes. Kind? Ja. Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Ja, danke für die Info. Alte Frau. So. Suchen wir uns erstmal ein bisschen Munition und ein paar Chemikalien und Kräuter zusammen. Damit ich hier genug Heilung und Munition habe. Ich brauche unbedingt Taschenlampe oder sowas. Da geht es schon gut los, Chemikalie. Eine Note. O große Lykan, sagenhafte Wolfsmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Wer schreibt sowas? Liegt da noch jemand? Nee. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Ah, wir brauchen also einen Dietrich. Okay. Das war das. Karte aufrufen. Schmiedeeiserner Schlüssel. Vorhängeschloss, Vorhängeschloss. Brunnen. Ach, da müssen wir hin wegen der Kurbel, ne? Cool, das ist alles gleich eingezeichnet. Dietrich. Wo bin ich? Hä? Ach, dafür brauche ich einen Dietrich wahrscheinlich, oder? Moment. Ich gehe da nochmal kurz rein. Nicht, dass da noch einer rumliegt. Aber hier liegt nichts. Ja, gut, der zeigt mir nur an, dass ich hierfür einen brauche. Alles klar. Auf jeden Fall brauche ich viel mehr Munition.
Nein, jetzt habe ich... Wieso drücke ich denn R1? Egal, jetzt bin ich bestens geheilt. Ich mache mir gleich noch eins und... Pistole, Munition, Schießpulver, rostige Reste. Habe ich das? Von beiden fehlt mir noch eins. Rostige Reste. Von der anderen Seite verschlossen. Hier ist nichts. Brauche ich auch eine Kurbel? Gut, gehe ich erstmal hier hoch. Zu wetten? Ja. Wo geht's hier noch lang? Ist das ein Traktor? Oh. Hier geht's nicht rein. Rostige Reste. Aber mir fehlt noch einmal Schießpulver. Okay. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Hat wohl nicht funktioniert. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas erteilen. Ah. Ist das vielleicht eine Aufforderung? Ja. Trophäe. Zyniker. Gut, gut, gut. Drin ist irgendwas. Aber das mit dem Speichern habe ich noch nicht raus, Leute. Gibt es denn hier so eine Art Safe Room, ja, mit Schreibmaschine? Hier geht's wohl zum Schloss. Hier brauche ich zwei Platten. Na, das passt wohl nicht rein. Erstmal rumgehen. Ich brauche auch wieder eine Kurbel. Was kann ich denn damit hochkurbeln? Das ist schon der dritte Brunnen. Kirche. Schreibmaschine. Danke. Alles klar. Geht los. Das geht aber schnell. Hat er gespeichert? Ja. Cool, cool. Jungfernfragment. Das da ins Tor kommt. Sollte Unglück über dieses Dorf hereinbrechen, finde die zwei Relieffragmente. Eins ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Luisas Haus, sagte sie beim Acker, ne? Das finden wir auch noch. Das nimmt er gar nicht mit. So, wir sind von hier gekommen. Jetzt gehen wir hier runter. Nein. Thank you.
Ich stehe so unter Spannung, ey, das gibt's ja gar nicht. Sehr gut. Ich muss da auch reinkommen. Ja, sorry Leute, dass ich hier ein bisschen... vielleicht ein bisschen übervorsichtig bin, aber wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Und ich will hier nichts liegen lassen, wisst ihr? Was ich vielleicht noch mit Sicherheit gebrauchen kann. Aber das versteht ihr sicherlich. Überall Mehl, ey. Aber gut, ich kenne ja die Bedeutung. Mine! Die heb ich mir aber auf. Leg ich mal nach unten, da habe ich noch nichts. Nicer Scheiß. Oh ja, gut. Okay, das haben wir. Ich muss natürlich da durch, ne? So klar. Mit dem Mehl ausprobieren. Kann ich die umgehen? Frisst der gerade? Mensch, geh mal aus dem Weg. Geht also nicht. Okay. Daneben! Ich will sparen. Kopfschüsse sind in Ordnung. Kristallener Schädel. Gefundene Schätze. Okay. Ich sehe noch gut aus. Also, ich verstehe es richtig, ja? Werwölfe. Okay. Kann ich mich mit anfreunden. Werwölfe auf Pferden. Okay. Ja. Aber Werwölfe auf Pferden mit einer Waffe in der Hand. Das ist schon echt skurril. So, Schätze. Kristalliner Schädel. Wertvoll. Okay. Was kann ich damit machen? Kann ich das zur Munition machen? Oder kann ich das zu...
Heilung machen? Warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Verdammt. Das wird mir noch das Genick brechen. Jetzt habe ich nämlich nicht mehr. Aber hier. Das sieht gut aus. Jawohl. Gut, wir sind geheilt. Hier läuft noch einer rum. Hole ich mir den noch? Junge, die fressen. Ich habe schon wieder so einen Schatz gefunden. Hier ist nichts. Ich denke mal, wir werden nochmal aufgeklärt, was das mit diesen Schätzen auf sich hat. Hey! Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Oh, nee. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. In Luisas Haus Schutz suchen. Soll ich denn irgendwas Brauchbares? Schon wieder ein Brunnen. Jetzt hätte ich aber auch gern die Kurbel dazu. Wie komme ich denn da hin? Oh ja. Irgendwas fehlt. Also kann ich das Tor umgehen. Interessant. Chemikalie. Das heißt... So, jetzt nicht R1 drücken. Das ist das andere Teil. Dafür brauche ich was. Kleiner Schlüssel oder so. Was? Erstmal die Ball. Ach so. Ah!
Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern gesehen. Beschwer dich mal noch. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Ja. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf, die sind unsere Freunde! Na los, rein mit euch! Nenn dich eine vernünftige Person hier! Nimm das Ding aus meinem Gesicht! Du bist nicht aus dem Dorf! Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen! Ich sagte, geh! Hör auf dein Härchen. Frauchen, Entschuldigung. Tja, wenn Ellen... Auch. Komm rein, Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Alles klar. Puh. Hier lang. Ich komme. Ist gerade so spannend. Okay. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Der ist so dankbar, der alte Mann. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser... Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. Oh,
Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu überleben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Vater! Elena, nein! Lauf weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Wir müssen aus dem Haus entkommen. Alles klar. Ob die Karre noch läuft? Zündschlüssel. Nichts drin. Das? 500 Lei? Ist das eine Währung? Autoschlüssel! Jetzt. Da drin ist noch was, aber wie kriege ich das raus? Ah. Ein Schraubenzieher. Gleich nachladen. So, Süße, wir können los. Warte mal. Wir können los. Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja.
hattest du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. So bin ich. Geht's deiner Familie gut? Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Oh nein. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Musste ja so kommen. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. So. Ich verstehe es nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! So, nu? Schraubenzieher. Habe ich den Schraubenzieher noch? Warum schmeißt er ihn weg? Ah, da oben ist meine Währung. 930 Lei. Mal ernsthaft, warum behält er ihn nicht? Okay Leute, ich mache hier einen Cut und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar und lasst mir ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.